Moment. Nee, oder? Oh, ich bin so blöd. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, ich habe, glaube ich, herausgefunden, wie es jetzt weitergeht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und zwar habe ich jetzt eben hier mit Watson den Käfig bewegt. Und den habe ich ja die ganze Zeit so hin und her bewegt. Aber was ich überhaupt nicht gesehen habe, dass man den auch nach unten fahren kann. Das wiederum würde jetzt erklären, warum ich das Ding da hinstellen musste. Achso, ich muss hier erstmal rausgehen. Okay, also er hat das Teil jetzt abgemacht. Komme ich jetzt hier rüber? Das ist jetzt, ja, okay, perfekt, perfekt, perfekt. Die Frage ist jetzt nur... Ja, das bleibt wahrscheinlich da drauf, wenn ich das jetzt mit Wurzeln auf die andere Seite schieben sollte. Hoffe ich zumindest. Na, machst du das? Ja, perfekt. Oh, ich bin hier wirklich wie blöde die ganze Zeit rumgelaufen. Ich hoffe, ich habe das jetzt rausgeschnitten. Ich bin hier wie blöde die ganze Zeit rumgelaufen und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Du musst doch hier irgendwas übersehen haben. Ich meine, du hast ja nur diese Sachen hier. Geht das noch? Das ist nicht zu weit, oder? Das sollte eigentlich funktionieren. Ja, komm. Eieiei, das habe ich echt nicht gesehen. Ich habe das... Ja, nicht gesehen oder ignoriert. Ich weiß es nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, es war auch schwer zu sehen irgendwo, also für mich zumindest, weil ja, das halt nicht so eindeutig, also stand schon eindeutig drin, aber nicht so, dass man es jetzt, jetzt habe ich das wieder davor geschoben, dass man es jetzt so auf Anhieb direkt sieht. Das Gitter war, glaube ich, das hier, oder? Ja, und hier ist nur rechts und links, ja. Nee. Ich möchte das ja aus dem Weg haben und will es nicht noch in den Weg zusätzlich hängen. So, dann gucken wir... okay. Ja, möchte ich überspringen, weil auf so Gleichgewichtssachen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so überhaupt gar keine Lust drauf. Vor und zurück um genug Schwung zu erzeugen. Okay. Muss ich denn... ja, wie kann ich abspringen? Hallo? Nein. Och. Mann, normalerweise springt man doch mit Space. Das ist so scheiße. War das jetzt cool? Komm, spring! Oh, was will der jetzt von mir? Jetzt ist es auf einmal A gewesen. Hallo, ich habe A gedrückt. Oh, ja. Och, Leute, ganz ehrlich. Wenn der nicht annimmt... Lassen Sie mich rein. Wenn der nicht annimmt, wenn ich Q drücke und nicht annimmt, wenn ich A drücke, das ist doch scheiße. Ich nehme mal nicht an, dass das jetzt die Tür ist. Ah, nee, die Tür ist hier unten. Ah, okay. So, mein lieber Dr. Watson.
Wir schauen uns hier mal ein wenig um. Eine Maya-Pyramide. Ja, das sagt jetzt viel. Okay. Ein Schlitz. Gehört wohl zu einem Mechanismus. Steckt doch mal einen Briefumschlag rein. Moment, da war was? Ein Schlitz. Gehört wohl zu einem Mechanismus. Okay, das ist anscheinend alles der Schlitz. Okay, da soll man ein Schwert oder sowas reinstecken. Haben wir denn hier sowas? Wie ein Schwert? Wir hatten anscheinend mal sowas wie ein Schwert. Offensichtlich für einen Dolch. Maya-Zeit, glaube ich. Das nennst du ein Dolch mit der Größe. Ich brauche einen Dolch für den Mechanismus. Ja, vielleicht hat Wurzen ja noch einen, ne? Wir müssen herausfinden, was Marley in seinem Büro versteckt. Echt? Ich kann jetzt einen schmieden? Schmieden Sie einen Maya-Dolch. Aber das muss ich dann hier machen, denke ich mal, ne? Das kann ich jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt nach Hause gehe und... Alle diese Skulpturen ähneln sich in einem bestimmten Detail. Aber du möchtest mir nicht mitteilen, welches Detail es ist. Okay, ich verstehe schon. Marley kennt sich mit Mechanik offensichtlich sehr gut aus. Okay. Ja, und wie schmiede ich jetzt den Dolch? Kann mir das auch mal einer erklären hier? Das sind alles Zangen. Oh. Ey, das noch perfekter. Sind zu viele Fehler. Ich muss von vorn beginnen. Wollt ihr mich veräppeln? Noch perfekter kann ich da nicht draufdrücken. Das sind zu viele Fehler. Ich muss von vorn beginnen. Ja, weil du das nicht annimmst, wenn ich drücke. Das ist das Problem. Nimmt er auch wieder nicht an. Nimmt er auch wieder nicht an. Das sind zu viele Fehler. Ich muss von vorn beginnen. Also einen Versuch mache ich jetzt noch. Ich will jetzt hier nicht 20.000 Versuche machen, aber er nimmt es irgendwie nicht an, wenn ich drücke. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das sind zu viele Fehler. Ja. Ich muss von vorn beginnen. Ja, also das geht gar nicht. Der muss das schon annehmen, also... Sorry, aber nee, das geht gar nicht. Ich hoffe, dieser... Ups. Nein, ich wollte mir den noch angucken. Ich wollte das auch hören. Wird ja nicht unbedingt so da reingehen, ne? Noch eine Statue von Tikkun Umar? Okay. Dann wissen wir, wofür die Feinarbeit. Also, was wir da gesagt haben mit der Feinarbeit. Zu. Junge, es ist ein Tresor, natürlich ist der zu. Zu. Kannst du den nicht aufbrechen? Zu. Na gut. Marley hat diese Uhren wegen der Einzelteile zerlegt. Kann man hier denn irgendwas? Nee, anscheinend nicht, okay. Wegen der Einzelteile, okay. Er bewegt sich, aber da fehlt ein Teil des Mechanismus. Vorsicht, Watson! Außer Sie wollen von Tikkun Umar aufgespießt werden. Stellen Sie den Mechanismus des Automaten wieder her, indem Sie alle Zahnräder über alle drei Ebenen hinweg miteinander verbinden. What? Achso, hier in der Mitte, oder wie? Moment, kann man die auch nehmen? Kann man auch nehmen. Okay, dann nehme ich das mal wieder raus.
Bis dahin. Der dürfte wahrscheinlich dahin passen. Ja. Sieht mal aus, ob da ein großes hingehört. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein großes, ne? Nicht? Ist ja noch eine. Achso, die Kette muss auch noch irgendwie. Die Kette kann ich aber nicht machen. Ja, das passt doch nicht. Das ist doch viel zu klein. Meine ich doch. Da muss doch ein großes Rad hin. Warum kann ich die Kette jetzt nicht? Kann ich da... Aber das Große passt doch nicht da rein, oder? Nee, es passt nicht da rein. Also ich würde sagen, das ist das Einzige, was hier unten reinpasst. Ich würde aber mal glatt behaupten... Ach so, Moment, das passt hier rechts aber auch nicht so 100%. Das sind aber doch die gleichen Größen, oder? Ich nehme an, dass das da ran muss, aber... Das kann doch gar nicht passen. Ich habe jetzt schon die größten Räder da reingetan. Das finde ich jetzt persönlich etwas unlogisch. Was ich auch sehr unlogisch finde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es hier nicht ranpasst, kann ich noch verstehen. Aber dass es so gar nicht passt irgendwie, das ist natürlich Mist. Kann man die... Ach, Moment, kann man die da... Ah. Okay. Das bringt mich jetzt aber wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter. Also da müsste dann die Kette befestigt werden. Das... kann ich mir gut vorstellen. Okay, die Frage ist jetzt nur, wie geht es dann weiter? Also das kleine unten wird auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall da drin. Die sind definitiv zu klein. Aber die großen passen da letztendlich auch nicht, weil irgendwas hiermit nicht in Ordnung ist. Das ist halt das Problem. Und wenn ich das jetzt irgendwie zu den Kleinen mache. Ich denke mal, das ist so der Abschluss, was jetzt so als letztes daran gemacht werden muss. Kann man die Kleinen da irgendwie noch drauflegen? Ach so, die kann man... Okay. Das war es nicht. Tja. Aber warum funktioniert das nicht? Das verstehe ich nicht. Also ich tippe mal drauf, dass das jetzt irgendwie dann auf dem anderen ja drauf gemacht werden muss. Aber... Okay. Also das scheint richtig zu sein, dass das irgendwie hiermit verbunden werden muss. Die Frage ist dann, muss da eventuell eins der kleinen...
damit verbunden werden oder so? Die Kette passt hier nicht. Okay, hier rechts unten passt sie anscheinend nicht. Ist schon kompliziert. Ich hätte jetzt gesagt, wir legen da ein großes drunter und machen dann... Kann man denn immer noch die Kette machen, obwohl man das da reinlegt? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, das geht dann nicht mehr, okay. Tja. Oder kann man das da drauflegen? Auch nicht. Da drauflegen? Moment. Eben hieß es doch, die Kette passt nicht. Die Kette passt hier. Die Kette passt hier nicht. Aber wenn ich die jetzt als erstes da mache, das geht, oder wie? Toll. Was ist denn das für eine Logik? Die Kette passt. Dann muss das da doch auch passen, wenn ich das von der anderen Seite aus mache. Die Kette passt hier nicht. Die Kette passt hier nicht. Echt knifflig, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Wenn ich jetzt da... Wie war das? Ne, unten passt aber eigentlich nur das kleine Rad rein. Also das wäre Blödsinn, wenn ich jetzt da ein großes Rad reinlegen würde. Es muss doch irgendwas mit diesen Zwischenteilen da zu tun haben. Das sind zwei Ebenen. Theoretisch müsste ich das doch da drauf tun können. Ach nee, das hatte da nur funktioniert, ne? Ich das da drauf lege. Und das da drauf lege. Und dann theoretisch... ja, die Kette dann nicht mehr da drauf kriege. Also das funktioniert definitiv nicht. Da habe ich jetzt noch ein kleines drauf. Das tun wir mal ganz weg hier. Wenn wir das jetzt nehmen würden und das da drauf nehmen würden. Sind hier zwei, oder? Geht das? Ah! Okay, also das funktioniert schon mal. Ja, es ist zumindest alles drauf. Ob das jetzt so richtig ist, weiß ich noch nicht. Ja,
Aber das, ich denke mal, wenn das richtig wäre, dann würde ja jetzt irgendwas passieren. Wir haben jetzt die zwei kleinen übereinander. Dann haben wir das mittlere. Ein kleines. Die haben wir mit Ketten zusammen. Tja. Und wenn das jetzt nicht dahin gehört, sondern irgendwie dahin. Ah, wegen dem Ra. Ah! Aber es tut sich nichts. Dann müssen wir das jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, da drauf machen. Ist das überhaupt so wichtig, wo die Kleinen hinkommen? Das ist jetzt auch noch so die Frage. Ach so, ja natürlich, das hier unten, das Rad dreht sich ja gar nicht. Das ist jetzt doof. Moment, wir könnten... Ja. Wir könnten theoretisch was dazwischen machen. Würde das dann passen? Dass wir das höher setzen? Oder müssen wir die beide vielleicht höher setzen? Moment, da war eins. Wo war denn das andere? Das war hier zwischen, ne? Kann man das jetzt gar nicht mehr rausnehmen? Oh, das ist ja doof. Nee, die Kette muss... Ah, okay. Die Kette muss ich rausnehmen. Und das vielleicht nochmal rausnehmen. Und dann da vielleicht das kleine Stück dazwischen. Weil irgendwie müssen wir hier rechts das Ding... Aber dann passt das jetzt wieder die mit Kette der... Die Kette passt hier ja. Nicht. Genau. Dann passt das wieder nicht. Och, leck mich doch. Obwohl, Moment, wir könnten vielleicht das Teil rausnehmen. Das auch. Das auch. Ne, jetzt habe ich es wieder reingetan. Das rausnehmen. Das reintun. Weil da müsste das ja passen mit der Kette. Sag mir bitte, dass das passt. Okay, und dann das. Oh mein Gott. Ja, Fall gelöst, würde ich sagen, ne? Oh, war das jetzt. Mein Gott, ey. Marley baute also einen mechanischen Globus. Ja, bringt uns das irgendwas? Nö, ne? Okay. Hab ich jetzt auch nichts mehr? Ja. Bruchstücke? Welche Bruchstücke? Moment. Ah, jetzt haben wir einen Schlüssel. Da haben wir wohl den Schlüssel zum Tresor. Ah, den Schlüssel zum Tresor. Okay, perfekt. Da gehen wir mal dahin. Ja, kann ich jetzt? Ja, kann ich, okay. Okay. Ich weiß, dass ich einer der Auserwählten bin. Tikkun Uman will mich als sein Werkzeug einsetzen. Lieber Gott, beschütze mich. Ich will nicht sterben. Das ist ein Stück, was fehlte. Ein Kartenteil. Aus Metall. Okay. Dieses Objekt wird wohl mit einem anderen verbunden. Ja. Ich weiß, was das ist. Das ist massives Gold. Es ist ein Vermögen wert. Ja, können wir ja danach verkaufen. Oh. Die Statue besteht aus drei Teilen. Nur der goldene Teil ist original. Den Rest muss Marley rekonstruiert haben. Es wird bald hell. Die Arbeiter werden demnächst eintreffen. Zeit zu gehen. Okay, wir sollten gehen. Das würde ich auch gerne machen. Wir können allerdings noch schlussfolgern. Moment, was war da gerade mit Watson? Was war da gerade mit Watson?
Okay, Sir Charles Zacharias Greystoke und Bernard Marley besitzen oder besaßen je einen Teil einer Goldstatue aus Guatemala aus demselben Jahr 1881. Marleys Statue wurde in drei Teile geteilt, sodass sie Sir Charles und Greystoke zwei dieser Teile bekommen haben. Ah, deswegen, okay. Ein Metallstück, auf dem ein Teil einer Karte abgebildet ist. Ja, das ist ja klar, das gehört ja zu dem Globus da in dem Club. Gehen Sie ins Krankenhaus, untersuchen Sie, ist klar. Also hier scheine ich jetzt so nichts mehr zu tun haben. Ich kann zwar noch eine Schlussfolgerung machen, aber ich würde sagen, das spare ich mir für die nächste Folge auf. Was tun wir als nächstes, Holmes? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Hause, weil es bald hell wird und die Arbeiter sicher auch kommen werden. Und wir hinterlassen einfach mal die Spuren so, wie sie sind. Und es ist ja egal, dass hier alles durcheinander ist. Hauptsache, ja, wir haben halt keine Fingerabdrücke hinterlassen. So, ja, dann würde ich fast sagen, weil wir als nächstes sowieso ins Krankenhaus müssen, beziehungsweise wir müssen nicht ins Krankenhaus, sondern wir müssen, wieso ist das noch? Achso, weil wir da draufstehen jetzt wahrscheinlich. Wir müssen uns erstmal zu Hause umziehen. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal zur Baker Street reise und dass das auf jeden Fall für diese Folge erstmal das Ende ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.